Ich stehe im Stadtpark, einer unserer schönsten Grünanlagen überhaupt der Stadt Nürnberg. Und da gibt es viele, viele Bäume. Und das ist genau auch heute unser Thema, das Thema Baum. Eine der ganz großen Herausforderungen der Zukunft. In Nürnberg ist der Service öffentlicher Raum, SÖR, für den Baum zuständig. Zumindest den Baum im öffentlichen Raum. Wir wollen auch in Zukunft mehr Bäume pflanzen. Wir wollen die Bäume erhalten, wir wollen die Bäume pflegen. Dennoch gibt es immer wieder Momente, wo man tatsächlich auch die Pflicht hat, es muss ein Baum gefällt werden, weil zum Beispiel die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Gerade deshalb haben wir das Ziel, neue Bäume zu pflanzen. Mehr Bäume auf der einen Seite heißt auf der anderen Seite auch Einschnitte akzeptieren. Und genau dafür will ich werben. Ich bin stolz und dankbar, dass der Service Öffentlicher Raum jetzt eine eigene Baumabteilung hat, die sich wirklich um diese Herausforderung kümmert. Wir haben eine Baummanagerin als eine der ganz, ganz wenigen Städte in Deutschland. Also alles Vorzeichen, die uns es ermöglichen, dass wir das Thema Baum voranbringen wollen. Wir haben einen Klimawandel und genau deshalb müssen wir was dafür tun. Wir müssen Bäume schaffen, die dem Klimawandel gerecht werden. Wir müssen mehr Bäume schaffen, dass wir den Luftaustausch hinbekommen. Aber wir schaffen es nicht als SÖR und schon gar nicht der Bürgermeister. Wir schaffen es nur gemeinsam, wenn wir mit Ihnen, mit der Bürgerschaft dafür sorgen, mehr Bäume tatsächlich zu pflanzen. Und dazu gehört auch die Pflege. Wir haben mittlerweile über 2000 Bäume, die durch Sie, durch die Bürgerschaft, durch Initiativen gepflegt werden. Da will ich Ihnen wirklich ausdrücklich danken. Aber ich sage auch, bei über 28.000 Straßenbäumen, 80.000 im Flächenbestand bei SÖR, da sehen Sie, es ist noch durchaus Luft nach oben. Genau deshalb auch der kleine Appell, den Wunsch, vielleicht noch die eine oder andere Patenschaft zu übernehmen, auch wenn es nicht direkt vor der Haustür ist. Ich bin sicher, wir schaffen das gemeinsam. Da sind wir auf einem guten Weg. Herzlichen Dank.